Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Blog. Heutiges Thema Windows Subsystem for Linux in der Version 2. Hätte mir einer vor 20 Jahren gesagt, hey Medic, Linux läuft irgendwann als App auf Windows 10, dem hätte ich gesagt, hey, du hast sie nicht alle. Aber Spaß beiseite, schauen wir uns das Ganze heute mal an. Es ist wirklich eine coole Sache, wie man schnell und effektiv ein Linux-Betriebssystem unter Windows installieren kann. Die Vorteile sind ganz klar. Ich brauche keine virtuelle Maschine aufsetzen, ich brauche kein Linux nativ da rein installieren. Dort gibt es wirklich viele, viele Vorteile. Und wenn man ganz kurz mal eben schnell ein Linux-System braucht, ist das, denke ich, der richtige Weg. Also auf ins Lab und wir gucken uns WSL 2 an. Los geht's! So, wir legen jetzt los mit der Installation von WSL 2. Dazu habe ich jetzt eine virtuelle Maschine vorbereitet. Die braucht ihr nicht zwingend in eurem Fall. Ich habe sie jetzt nur genommen, weil ich mein Basissystem nicht versaubeuteln möchte. Also so gesehen mache ich das Ganze in einer virtuellen Hyper-V-Maschine. Wichtig ist zu wissen, das Ganze basiert ja auf einer Virtualisierungstechnologie, das Linux. Und dazu müsst ihr die Nested Virtualization installieren. Klingt erstmal ganz kompliziert, ist aber recht einfach. Schauen wir uns gleich gemeinsam einmal an. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet und wir schauen mal gemeinsam erstmal drüber. Einmal der Vergleich zwischen WSL 1 und WSL 2. Finde ich ganz interessant. Also Microsoft hat da ordentlich viel in die Entwicklung gesteckt. Man sieht WSL 2, viele, viele, viele Verbesserungen dort an der Stelle. Und es macht auch Sinn, einfach auf WSL 2 zu starten. Wie gesagt, in meiner Laborumgebung das Ganze jetzt auf einer virtuellen Maschine unter Windows 10. Wichtig ist, ihr müsst zwingend folgende Windows-Version haben. Ihr braucht die Version Win 19.03 Minimum mit einem Bildstand von 18.362 oder ihr nehmt einfach die aktuelle Windows-Version, geht auf den Update-Button, aktualisiert euer Windows und schon habt ihr ja die neue Version und erst dann könnt ihr das Thema WSL 2 Windows Subsystem for Linux einsetzen. So, genug zur Theorie, Ärmel hochkrempeln, los geht's! So, ich schließe mal den Browser hier ganz kurz und schaue mal einmal in meinen Hyper-V-Manager. Dort habe ich eine virtuelle Maschine vorbereitet, die heißt hier in meinem Fall Windows 10. Ich habe mir ein paar Snapshots angelegt, ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn das Thema nicht funktioniert, können wir immer schön granular wieder zurück. Das ist auch wichtig, die muss aus sein, die Windows 10 Maschine, weil wir jetzt das Virtualisierungsfeature für die VM aktivieren müssen, sprich Nested Virtualization. Auch ganz einfach dazu einmal den Hyper-V-Manager wieder minimieren. Wir öffnen die PowerShell als Administrator und kopieren jetzt den folgenden Befehl da rein. Ich kopiere euch die ganzen Befehle im Nachhinein unten in die Kommentarfelder rein. Keine Angst, ihr braucht jetzt nicht mitschreiben, kriegen wir auch so gemeinsam hin. Wenn ich es vergessen sollte, schreibt mich einfach an, kein Thema, ihr kriegt rechtzeitig eine Antwort. So, der Befehl set VM Prozessor, dann der VM-Name, in meinem Fall heißt die VM Windows 10, dann einmal Expose Virtualization Extension, sprich einmal das Nested Virtualization Feature und das Ganze auf True setzen. Wichtig! Nur wenn ihr das in einer virtuellen Maschine betreibt. Wenn ihr das nativ auf eurem PC macht, dann braucht ihr das nicht tun. Okay? So, los geht's. Wir schießen das Ganze mal ab und das war's auch schon. Wir haben die Expose Virtualization Extensions aktiviert und jetzt können wir direkt im Hyper-V-Manager unsere Windows 10 VM einfach starten. Das mache ich jetzt einfach mal an der Stelle. Drücke hier auf Start und ein paar Sekunden später müsste das Schätzchen da sein. Okay, Windows 10 Maschine ist fertig, ne? Oberkante Betriebssystem, aktueller Patchstand. Ne? Jetzt haben wir nochmal das Nested Virtualization Feature aktiviert. Wie gesagt, ihr braucht das nicht in eurer Umgebung und das war's dann erstmal. So, ich connecte mich mal ganz kurz mit der Windows 10 Maschine, das dauert hier einen kleinen Augenblick. So, die Windows 10 Maschine ist nun da, up and running, wir können loslegen. Ich habe hier noch ein paar Sachen vorbereitet, da schauen wir vielleicht mal später drauf, jetzt brauchen wir sie an der Stelle noch nicht. Und als erstes müssen wir das WSL, sprich das Windows Subsystem for Linux aktivieren. Das ist ein Feature, ist auch ganz einfach und wie soll es auch anders sein, alles läuft hier per PowerShell. Okay, ich kopiere mal kurz den Befehl, keine Angst, ich kopiere euch die alle nachher in die Kommentarbox. Hatte ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, aber egal. So, einmal die PowerShell als Administrator starten und dann einmal den Befehl Enable Windows Optional Features.
mit dem Feature-Namen Microsoft Windows Subsystem for Linux. So, los geht's. Einmal Enter und dann ein paar Sekunden später sollte das Feature installiert sein. Und jetzt werden wir einmal gefragt, ob wir einen Reboot durchführen wollen. Jo, machen wir. Ist immer gut. So, Maschine bootet. Wir sehen jetzt gerade, der Hyper-V ackert da noch ein bisschen, dauert noch ein paar Sekündchen, aber dann sollte sie eigentlich rechtzeitig wieder da sein. So, ich versuche mich nochmal zu connecten und ja, hopefully ist er gleich da oder auch nicht. Nein, noch nicht. Ja, dauert noch ein bisschen. So, die Windows 10 Maschine ist wieder da. Ich habe mich gerade eingeloggt und los geht's an der Stelle. Und wir haben jetzt das Feature WSL 2 aktiviert. Dazu gibt es jetzt noch weitere Funktionen, die wir noch aktivieren müssen. Und zwar müssen wir die VM-Plattform einmal installieren. Das Ganze machen wir mit dem DISM-Befehl. Auch da wieder am besten eine PowerShell als Administrator starten. Das mache ich jetzt auch mal ganz schnell, kopiere da mal ganz schnell den Befehl hinein mit dem Schalter slash no restart. Das ist ganz wichtig, weil sonst würde er jetzt nochmal ein Reboot machen. Wir müssen aber noch einen zweiten Befehl abschicken und deswegen spare ich mir einen Reboot. Gut, nächsten Befehl, eigentlich auch wieder ganz einfach und den wieder abschicken. Auch da einmal no restart, ganz, ganz, ganz wichtig, sonst ist die Maschine sofort wieder weg. Und das war es erstmal an der Stelle. Ich mache jetzt einen manuellen Reboot, den führe ich einmal durch und wir sehen uns dann gleich nach dem Reboot wieder. So, die virtuelle Maschine ist wieder da. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Subsystem for Linux installiert mit dem PowerShell-Befehl, sprich einmal das Feature. Das zweite ist, wir haben die Virtual Machine Plattform installiert. Und das nächste ist, oder das dritte Thema ist, um genau zu sein, wir haben nochmal das Subsystem for Linux aktiviert an der Stelle. So, diese drei Schritte haben wir gemacht. Eigentlich sind wir fast fertig, bis auf eine Kleinigkeit. Wir müssen noch ein sogenanntes Kernel-Update durchführen. Dazu stellt Microsoft einen Link bereit. Ich habe den mal hier in der virtuellen Maschine schon mal abgelegt, den Link. Keine Angst, kopiere ich alles wieder unten rein. So. Da sind wir jetzt auf der Webseite von Microsoft und da steht auch Download the Linux Kernel Update Package. Yes, we will. Okay, los geht's. Wir laden das Zeug mal runter. Ist auch gar nicht so groß. Ist nur ein paar Megabyte, um genau zu sein, 13,7. Und da schaue ich mir jetzt einmal an. Minimiere mal den Browser, den brauchen wir nicht. Und führe dieses Update kurz durch. Einmal auf Next und einmal bestätigen. So, und dann auf Finish. Here we go. Das war's. So, das Kernel-Update haben wir installiert. Jetzt machen wir uns eben dran, nochmal die WSL-Version auf die Version 2 zu fixieren bzw. einzustellen. Das tun wir jetzt, indem wir einmal wieder die PowerShell starten und als Administrator das Ganze einmal die UAC hier wieder bestätigen. Ich schiebe das mal kurz in die Mitte. So, dann einmal den Befehl absetzen, WSL-Set-Default-Version-2. Jo. Tun wir, wollen wir und das war es dann auch schon, kurz und schmerzlos. Und jetzt haben wir das Ganze einmal installiert, auf WSL 2 fixiert und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Und jetzt kommt eigentlich die ganz, ganz coole Sache, die mir so gut daran gefällt, ist, so leicht habe ich noch nie in Linux installiert. Das geht bestimmt noch einfacher irgendwo. Wenn ich jetzt einen von diesen Linux-Administratoren habe, die eigentlich sich nur im Linux-Umfeld tummeln, die werden sagen, hey, ganz einfach und da gibt es auch viel, viel einfache Installationen. Ich kann direkt aus dem Netzwerk installieren. Aber für mich als quasi ja, Microsoft-Jünger möchte ich nicht sagen, aber der jahrelang schon im Microsoft-Umfeld sich tummelt, ist das eigentlich der einfachste Weg, mal eben schnell eine Linux-Maschine hochzuziehen. So, ich brauche die PowerShell erstmal nicht. Die schließe ich dann. Wir gehen jetzt in den Windows Store, wenn wir ihn denn da finden, da ist er, genau, da ist auch jetzt der Windows Store schon und ich persönlich setze immer gerne Debian ein. Ihr könnt jetzt auch Ubuntu eingeben oder Kali Linux, spooky, ne? Nein, Spaß beiseite, also hier, ne? Kali Linux würde gehen oder Ubuntu, ne? Und da hat man sofort mehrere Auswahlen von Versionen an Ubuntu, eine 18.04, eine 20.04, alles da. Ich bin ein bisschen oldschool, ich mag Debian. Vor allem, wenn ich es richtig schreiben will, wäre es auch besser. Nein, Spaß beiseite. So, okay, ich
Geh einmal in den Store, starte die Suche, such mit Debian raus und sag, yo, get, klar, will ich haben, ne, ist cool. Sign in, nö, danke, möchte ich nicht, weil ich habe keinen Account für so einen Store. So, er sagt hier oben Starting Download, das dauert eine ganze Zeit lang. Wir sehen uns dann gleich wieder nach dem Download und dann machen wir uns dran, das Debian zu konfigurieren. Ja, mittlerweile ist der Download abgeschlossen, Debian runtergeladen, war gar nicht so viel. Ich glaube so roundabout um die 100, 150 Megabyte. Ich habe nicht genau drauf geguckt, also kein Verlass auf die Zahl, die ich da jetzt gerade in den Raum werfe. Aber wir schauen mal rauf. Wir gehen jetzt hier auf Start und gucken hier oben direkt in der Leiste, finden wir schon das Debian. Ich starte mal. Was passiert? Es geht ein Terminalfenster auf und mit der Meldung Installing this may take a few minutes. Here we go. So, ich werde einmal nach einem Usernamen gefragt. Ich nehme mal den Kollegen Medic. Klingt erstmal gut. Passwort. Einfach was Schönes, Einfaches. So, und wow, da sind wir. Ein Debian unter Windows 10. Wie cool ist das denn? Das hätte ich vor zig Jahren nicht erwartet. So, wenn ihr mir nicht glaubt, machen wir ein /etc/os/release und ein Debian 10 in der Version. Top. Coole, coole Sache. Jetzt sind ja nicht so viele Leute Command-Line-affin und sagen dann, ja, Mensch, jetzt habe ich da ja nur ein tolles Command-Line, ist ja alles gar nicht so toll, ich mag ja lieber eine GUI. Hey, don't worry, kriegen wir auch hin. Kein Thema. So, schauen wir uns an. Auch wie bei Windows, machen wir mal kurz das Update hier. Sudo apt update and sudo apt install-s, weil sonst werde ich gepromptet. Also einmal abschicken, jetzt will er nochmal das tolle Passwort haben, was ich gerade vergeben habe. Gib das einmal rein. Jetzt aktualisieren wir nochmal schnell unser Debian. Das ist auch cool, ne? Als App aus dem Store quasi geladen. Jetzt noch schnell die Updates rein. Ich bin total begeistert. WSL 2, coole Sache. Spart mir auch viel, viel, viel Zeit in meiner Laborumgebung. Und ich kann auch da mal schon mal schneller Sachen wieder bloggen. So, der Download dauert ein bisschen. Wir schauen dann gleich gemeinsam drauf, wenn das Zeug dann runtergeladen worden ist. So, wir sind wieder zurück am Start. Download ist fertig, der Install ist fertig. Ja, jetzt geht's weiter. Also, App drauf, Debian konfiguriert mit dem Passwort, Update, Upgrade gemacht und als nächstes brauchen wir noch ein bisschen eine Oberfläche. Ich bin da jetzt nicht so wählerisch. Ich nehme da einfach so eine klassische X-Oberfläche. Einfach wieder sudo apt install xfce4-y, damit ich nicht wieder gepromptet werde. Und bestätige das Ganze mit dem Enter. Und ein paar Minuten, Sekunden später sollte dann einmal die Oberfläche installiert sein. Ja, das dauert noch einen kleinen Augenblick. Wir sehen uns dann gleich nach dem Download wieder. Ja, während der Download und der Install noch läuft, können wir mal parallel drauf schauen, wie kann ich denn jetzt eigentlich abfragen, welche WSL-Version habe ich im Einsatz. Das ist auch ganz einfach. Wir nehmen wieder die PowerShell, unser bester Freund natürlich. Ohne PowerShell geht heute gar nichts mehr. Wir starten dann nochmal die PowerShell als Administrator, bestätigen nochmal die UAC. Ich schiebe die mal hier über das Terminalfenster. Und schickt den Befehl ab wsl-list-verbose, cooles Wort, und das war's dann auch. Wir sehen schon, es läuft ein Debian im State Running und das Ganze in der Version 2. Cool. Ja, PowerShell machen wir zu und schau mal, wie weit denn unser Debian ist und siehe da, wir sind schon in der Konfiguration. Das ist cool, brauchen wir gar nicht so lange warten und ich brauche die Zeit nicht überbrücken. So, Keyboard Layout, Englisch, oh nee, deutsche Tastatur, we take a German Keyboard. Also an der Stelle Other und dann gucken wir mal, dass wir was Deutsches finden. So, ich nehme hier einfach German und cool ist immer hier so Germany with, no, wo haben wir es denn? Da haben wir es drauf. Genau. No Death Keys. Okay, reicht für mich. Einmal abschicken. Jetzt haben wir noch eine kleine Mini-Konfiguration durchgeführt. Das dauert auch noch mal ein paar Minütchen und Sekündchen. Also, wie gesagt, wir sehen uns dann gleich noch mal wieder, wenn der Install durch ist.
Hängt auch so ein bisschen von der Internetgeschwindigkeit ab und von der VM, die ihr da aufgesetzt habt, oder von eurem PC, den ihr im Einsatz habt. Also da ruhig kurz ein bisschen warten. Aber wie gesagt, viele Eingaben waren das gerade nicht. Das läuft alles vollautomatisiert. Ich finde es cool. Also bis gleich, bleibt dran. So, der Download und der Install ist abgeschlossen von der XFCE-Oberfläche. Damit sind wir nur durch. Jetzt haben wir quasi eine Debian-Maschine, da ist eine Oberfläche. Jetzt müssen wir natürlich von unserer Windows-Maschine irgendwie auf diese Oberfläche draufkommen. Also ich nutze da ganz gerne zu XRDP, ist echt eine coole Sache. Also einfach hier den Befehl nehmen, sudo apt install xrdp-y, ne, weil wir sind ja faul, wieder yes einzutippen. Das Ganze schicken wir wieder auf die Reise und ein paar Sekunden später sollte dann der Install durch sein. Hopefully. Ja, in dem Fall nicht. Dauert ein bisschen länger. Ich würde sagen, bevor ihr noch länger wartet, schneiden wir das ganze Video einmal und wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? So, mittlerweile ist Download auch fertig geworden. Wir haben das XRDP runtergeladen, installiert. Ja, jetzt müssen wir es nur noch starten. Ne? Das machen wir ganz einfach, indem wir wieder den Befehl nehmen, nicht wieder, sondern wir nehmen den Befehl sudo service xrdp start und schießen den einmal los und das war's dann auch. So, jetzt würde der xrdp auf 3389 hören. Ja, ihr hört richtig, 3389 ist der klassische RDP-Port. Wir nehmen jetzt einfach mal ganz klassisch eine Windows-Maschine, in dem Fall nämlich meinen normalen Client und ich gebe da mal die IP-Adresse von der virtuellen Maschine ein. Jetzt stellt ihr euch die Frage, welche IP-Adresse hat denn diese virtuelle Maschine? Ja, ganz einfach, fragen wir kurz vorher nochmal ab mit IP-ADDR, schicken das Ganze los, da kriegen wir eine Rückmeldung und die Rückmeldung sagt, die Maschine hat die IP-Adresse, jetzt muss ich mal kurz gucken, hier, die hat die 192.26.1.119. Da könnte ich jetzt quasi drauf zugreifen. So, kann man mal ausprobieren, indem ich hier einfach auf meinen Windows-Host gehe, ne, einfach mal so ein MSDSC starte und schwupp, kopiere mal die IP-Adresse rein, sag mal Enter, jo, jetzt werde ich schon gepromptet, das heißt also, wurde schon mal angenommen das Ganze und wow, siehe da, hey, hat eine Linux-Oberfläche, cool. Ich bin der Medic und das geheime Passwort einmal eingeben und ja, ich hoffentlich, cross my fingers, ja, da haben wir auch schon eine tolle Oberfläche. Also für die, die nicht gerade so Command-Line-affin sind, ist das echt eine super Sache. Ne? Ich sage hier nochmal an der Stelle Use Default Config und da sind wir dann. Also wir könnten natürlich hier auch ein Terminal aufmachen, sieht ein bisschen oldschool aus, aber hey, besser als gar nichts, oder? Genau. So, das war's mal wieder von meiner Seite. Wir haben heute eine Linux Debian Maschine Huckepack auf Windows installiert und das Ganze mit WSL 2. Coole Sache. Ja, wie gesagt, das war's von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Daumen hoch wäre echt super. Nutzt die Abo-Funktion, dann verpasst ihr auch keinen Videoblog von mir. Oder kontaktiert mich, wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Ich freue mich auf jeden Fall, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.